Hä, hey, lol. Als ob das Grundstück frei ist. Lol. Hä? Als ob. Oh, nee, nee, nee. Ja. Finanzen. Oh mein Gott, 9k. Komm, 20k. Oh mein Gott. Home AS. Ja, lag, nice. Nice. 64 mal 8. Das ist grad 6. Oh Gott. Ja, okay. Alter Kacke. Muss ich jetzt ernsthaft Eisen. Oh. Wo gibt's Eisen? Holz? Hä? Jetzt habe ich aber echt alle durch. Erz! Ja. Wie viel krieg ich? 501k, 502k, 503k. Aber 23k. Home AS. 25, 4k. 5. Reicht es? Oh mein Gott. Komm, 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 komm. 25.823. Oh mein Gott. Ha, genau. Spawn. Als ob das genau reicht. Nice. Komm, 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 komm. Ich will das Grundstück. Please, please, please. Slash kaufen. Nein. Slash GS. Slash GS kau. Slash GS kaufen. Lalalala. Nice. Liebens. Als Grundstückbesitzer. Jawohl. Oh mein Gott. Lol. Als ob wir das Grundstück haben. Oh mein Gott. Lol. Wie nice. So Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinecraft. Es ist endlich wieder soweit, auch wenn es wieder 2 Tage Verspätung sind. Ja, ihr habt eben im Vorspann schon gesehen, ich habe ein Grundstück gekauft. Wir sind hier jetzt gerade am Spawn. Wenn man einfach hier nach hinten läuft, ich habe das erst gar nicht realisiert gehabt, da ist einfach das Grundstück hier frei gewesen und da ist ja eigentlich ziemlich klar, dass ich mir das dann hole. Ich meine, so eine krasse Lage. Und ja, ich habe jetzt schon mit Senfkopf abgeklärt, dass wir hier wahrscheinlich noch ein anderes Grundstück für unser Unternehmen hinmachen. Das heißt, hier kommen vielleicht noch Hotelzimmer und ein kleiner Shop hin. Wie es eben schon bei unserem, ja, anderen Grundstück so ist. Ich nochmal zurück. Aber hier hat man halt eben eine richtig Premium-Lage. Direkt hinter so einem Spawnhaus, erste Lage. Also, oder erste Reihe. Was will man mehr? Ich meine, hier so ein Grundstück wäre natürlich noch geiler gewesen, aber Leute, das Grundstück ist mega groß und ich kann mal kurz GS Info machen. Info all. Oh lol, es gibt ja noch die Erweiterung. 6k, oh mein Gott. Egal, aber 527 Quadratblöcke. Das ist mega krass. Ja, eigentlich sollte das Video jetzt nicht unbedingt davon handeln, aber ja, ich wollte es euch einfach direkt zeigen, bevor ich zum anderen Teil komme, denn ich habe mir was anderes vorgenommen. Letztens bin ich so am Spawn mal rumgelaufen, habe geguckt, wo sind die Daily Quest Leute. Hier gibt es ja zum Beispiel Anton. Vorne gibt es Phil, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Und dann, ich habe erst gedacht, das ist ein Spieler, dieser Fanboy Erik, aber der sah nicht ganz wie ein Spieler aus. Und wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich da die ganzen Anfangsquests einfach verpasst. Und deshalb würde ich sagen, machen wir mal die ganzen Quests durch, gucken, wie viel Geld wir bekommen.
Denn da bin ich echt gespannt, wie das so wird. In Folge 33 entdeckt Kronk das erste Mal Lava. Bring mir einen Eimer voll damit. Okay. Lava Bucket will er haben. Jetzt will ich gerade mal gucken. Ah, ach so. Fanboy Erik soll anscheinend auf die Kronk-Videos so ein bisschen anspielen. Und wir können jetzt die ganzen Quests annehmen. Lol, das geht alles einfach hintereinander. Okay, Redstone braucht er einen Block. Dann machen wir direkt mal weiter. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal... nehmen wir einfach mal alle Quests an. Hier brauchen wir Lehm. Okay, Clayblock. Weiter geht's. Hier brauchen wir Gold. Lol. Der will Gold haben. Oh mein Gott. Wie teuer wird das? Bring mir ein Ei. Okay, kann er auch haben. Da will er einen Kohleblock. Eisen will er haben. Eins. Spinne. Ah, ne. Ah, das sind alles nur so... Ich soll Sachen zu ihm bringen, Quests. So, er will Knochen. Und die letzte Quest noch. Rotten Flesh. Okay, ich würde aber sagen... wie zeige ich meine Quest an? So, okay, nice. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal den ganzen Stuff hier. Da brauchen wir jetzt also Lava-Eimer. Okay, das ist echt genug. Ich würde sagen... Ich guck mal, dass ich das ganze Zeug irgendwo her besorge. Oder ich mach's nochmal anders. Quest. So, okay. Wir gehen erstmal kurz in unseren Keller hier. So, ein verrottetes Fleisch haben wir. Einen String haben wir. Rotten Flesh, String, Lava Bucket brauchen wir. Gunpowder brauchen wir. Okay, Gunpowder haben wir hier. Geht also auch voll klar. Dann brauchen wir Gold. Gold habe ich Gott sei Dank letztens erst noch eins gefunden. Also in der Farmwelt. Von daher passt es. Iron will er haben. Gut, ein Eisen kann er auch haben. Müsste hier noch im Shop sein. Und ich finde die Lexi irgendwie richtig nervig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ja, kein Plan. Nervt irgendwie. Egal, weiter geht's. Er will noch einen Kohleblock. Haben wir... Kohle. Drei Kohle. Haben wir im... Dattlex. Hier oben haben wir keine Kohle. Okay, wir brauchen... Kohle. Geht klar. Clayblock. Oh lol, 64 Clayblöcke. Jetzt ist die Frage, will er gebrannten Ton? Ungebrannten Ton? Ne, das ist Keramik. Hä? Oh nee. Das ist jetzt nicht so cool. Okay, ich würde sagen, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen Ton farmen, damit wir auf jeden Fall mal genug haben. Rotten Flash haben wir, Kohle haben wir. Block of Redstone, das werden wir auch kurz haben. Ja, nice. Den mache ich mir direkt mal. So. Kohleblock, lol, direkt noch einen Erfolg bekommen. Ja, danke. Ei. Haben wir Eier? Ja, nee, aber ich glaube, so Hühnereier haben wir noch nicht. Bone wollte er auf jeden Fall noch haben. Bones haben wir auch. Einmal. Okay, jetzt gehen wir es nochmal durch. Wir brauchen einen Lava-Eimer. Wir brauchen... Clayblöcke. Kohle und Ei. Okay, das geht eigentlich voll klar. Einen Eimer habe ich sogar auch noch hier. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ab zur Farmwelt. Genau. Jetzt ist die Frage, VIP-Farmwelt ist wahrscheinlich besser. Level 10 müsste ich auch noch sein. Nicht 10, 16 oder irgendwas. Was halt dazwischen ist. Nice. Erstmal ein bisschen Kohle gönnen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Hä, hat genau gepasst. Nice.
Jetzt brauchen wir noch einen Lava-Eimer, Clay und Hühnerei. Oh, und hier ist die Border. Ja, nice. Irgendwie nervt es teilweise schon, dass man einfach ständig an der Border spawnt. Aber ich denke mal, da wird in Zukunft auch noch irgendwann mal was gemacht. Lol. Mir kommt jetzt gerade in den Sinn. Ich weiß gar nicht so richtig, ob man überhaupt an Hühnereier hier kommen kann in der Farmwelt. Also, hier haben wir zwar Hühner, aber ich weiß halt nicht, ob die Eier legen. Egal, ich würde sagen, wir farmen halt erstmal kurz das andere Zeug. Heute wird es auf jeden Fall mal eine etwas andere Folge. Habe ich irgendwie mal Bock drauf, mal natürlich wieder so ein paar Cinematics, aber auch mal so ein bisschen Minecraft-Alltag, dass man eben so ein bisschen die Border erkundet. Oh, Creeper. Nee, lass mal. Kein Bock. Bin irgendwie zu schwach für einen Creeper. Egal. Ja, eigentlich wollte ich Clay oder irgend sowas haben, aber so wie es im Moment... Doch, nice. Okay, erstmal Zombie. Hallo, hallo, hallo. Easy. Finde ich auch lustig, dass man in der Farmwelt immer die Erfolge bekommt. Aber wie gesagt, ist ja eigentlich relativ egal. Okay, ich glaube, das wird nicht reichen, dass wir unsere Clay-Blöcke machen können. Okay, hier gibt es aber auf jeden Fall noch Unterwasser abbauen, ist ja auch mal wieder nice. Oh je. Bitte nicht sterben. Hallo. Hallo. Bin Arzt, lass mich durch. Hallo. Okay, nice. So, das haben wir jetzt auch schon. Oder zumindest einen Großteil. Ja, ein bisschen Clay werden wir noch brauchen, aber finde ich gut, dass wir uns dann nicht mehr um alles kümmern müssen. Ja. Ciao, Spinne. da ist noch Clay. Nice. Okay, das ist jetzt aber echt gut. So, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mal gerne in die... habt ihr das gemerkt? Okay, ich glaube, das war wieder das Anti-Cheat, was mir immer überall hinfolgt. Lol. Egal, passt. Wenn ihr wollt, könnt ihr echt mal gerne eine kleine... Bewertung für mich dalassen, wie ihr denn die Kamerafahrten findet. Sollen die schneller sein? Sollen die langsamer sein? Passen die Übergänge so? Einfach mal, damit ich so ein bisschen Rückmeldung habe. Sind die nice immer so am Anfang von den Folgen? Oder soll ich mittendrin immer noch so ein bisschen was machen? Ja, das weiß ich jetzt halt nicht so richtig immer. Von daher wäre echt mal mega cool, wenn ihr da einfach mal so ein bisschen... Ja, Bewertung da lasst. Jetzt ist die Frage, gehen wir in eine Höhle? Will ich eigentlich nicht. Hier haben wir Pferde, aber keine Hühner. Nice. Okay, Leute, ich würde sagen, bevor ich euch jetzt ewig hier ranhalte, hallo Creeper, ja, überspringen wir mal die Zeit und wir sehen uns dann gleich. Lol, oh mein Gott, nice, danke. Ja, wir haben so ein Hühnerei. Okay, jetzt fehlt nur noch Lava. Ich glaube, da haben wir hier drüben in der Wüste fast die besten Chancen. Oh, okay. Ja, ich suche einfach mal. Okay, lol. Hä? Ich hätte gar nicht irgendwie groß rumspulen müssen. Easy, gefunden. Nice. Nee. Okay, Leute. Wir sehen uns gleich wieder am Spawn. Lol. Okay, wir schauen noch mal kurz rein. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Quests. Okay. Das heißt, wir fangen jetzt mal an. 1, 25 DM. 2, 15 DM. Okay. 3, nochmal 15. 4, nochmal 15. Hä, das gibt irgendwie gar nicht so viel. 15, 15, 15. Hä? 15, 15.
Hallo. 15. Fehlt noch irgendwas? Das Ei? 15. Hä? Als ob's das war. Lol. Lol. Was ist das? Hä? Alles klar. Ja gut, Leute, also... so sieht es auf jeden Fall aus. Für den Anfang ist das wahrscheinlich schön und gut. Wir rechnen mal kurz zusammen. 25, 40, 55, 70, 85, 100, 115, etwa 130 bis 140 dm oder so. Also eigentlich ist es für den Anfang ganz okay, weil man sich damit schon ein Hotelzimmer gönnen kann. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn man schon genug gemacht hat, ist zwar cool, wenn man da so ein paar Quests zur Abwechslung machen kann. Aber so vom Geld her, ja, ist nicht unbedingt so viel. Naja, auf jeden Fall war trotzdem cool, dass hier wieder so eine Quest gab. Ich glaube, die gab es ja schon damals auf der Freebuild 2015. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Wir haben jetzt auch endlich das neue Grundstück. Was wirklich alles andere als billig war, aber es wird auf jeden Fall was bringen. ja, so sieht's auf jeden Fall aus. Wenn es euch gefallen hat, die Folge hier, dann lasst gerne mal eine Bewertung da. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das mit der Quest findet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann mal wieder bei einer nächsten Folge. Und bis dahin, Leute, haut rein und ciao!